Morgen Abend kommt auch ein großer Schauspieler, Manfred Lehmann. Mhm. Der tolle Schauspieler, deutsche Stimme von Bruce Willis und der etwas macht, was für mich eine Sensation ist. Er hat Jerry Cotton Hörbücher jetzt gesprochen. Ja, Hör-CDs. Hm? Bitte? Ja, also ja genau, CDs, das nennt man auch Hörbücher. Hm? Heißt das nicht Hörbuch? Doch, das heißt, du hast recht, ja. Für uns, die wir Schwierigkeiten haben, die Buchstaben noch zu erkennen, heißt es Hörbuch. Ja. Das ist so, was man sich einschiebt im Auto. Genau. Oder? Mhm. Dubslav von Stechlin ritt in die Weite hinaus. Ich höre immer nur Fontane und so. Okay. Hörbücher. Und er liest Jerry Cotton. Und ich habe es Ihnen oft gesagt, ich habe 600 Jerry Cotton in meinem Leben gelesen. Ich bin ein großer, großer Jerry Cotton-Fan mit Sätzen wie Das Girl war tot. Phil fischte sich eine Camel aus meiner Packung. Wir wurden zu Mr. High gerufen, der Chef von Jerry Cotton und Phil Decker. Hast du auch Jerry Cotton gelesen? Keinen einzigen. Nie? Nee. Hast du überhaupt nicht so Trash-Literatur gelesen? Immer nur Klassiker? Karl May. Ja. Auch nie Perry Rhodan? Nee, auch nie. Das war ja die große Aufteilung auf dem Schulhof. Wer liest Perry Rhodan? Das waren die Loser. Die Technik-Freaks, die Physiker mit zugebundenem Parker und untere Hälfte des Butterbrots in der Papptüte behalten. Ja? Und die harten Typen, die Macher, die coolen Typen, die Abräumer. Jerry Cotton. Ich gab Gas und fuhr in den Holland-Tunnel. Ich habe mich immer gefragt, Holland-Tunnel, ein Tunnel in Manhattan. Es sind mal Deutsche, diese Strecken, die in Jerry Cotton beschrieben werden, nachgefahren. Sie stimmen alle. Und der Verlag sitzt hier in Bergisch Gladbach, die Familie. Ja. Hat mir mal einen Brief geschrieben, weil ich immer so nett von Jerry Cotton rede. Aber bitte schickt mir nicht die alten Hefte. Ja? Vielen Dank, dass es euch gefällt, aber schickt mir nicht die alten Hefte. Ich sage das mal, man kommt ja immer in diesen Geruch der Schleichwerbung, des Product Placements, ja? dieser Billigheimer Geschenke. Jeden zweiten Abend sagen wir, meine Damen und Herren, wir machen hier keine Schleichwerbung, wir kaufen alles. Helmut Zerlett, 420 PS steuerbefreiter Porsche, gekauft. Ja? Ja. Herr Andrack, Camperschuhe, bezahlt. Alles bezahlt. Meine Brille hier, weiß nicht mal das Dings. Bezahlt. Warum? Weil wir uns nicht dem Verdacht der Schleifwerbung aussetzen wollen. Und es gibt allerdings Werbung, die uns immer schwerer verständlich wird. Umso dankbarer sind wir, wenn wir mal Werbung entdecken, die wir begreifen und wo wir sagen, hey, das ist Werbung 2001, das ist Werbung aus dem Leben, das ist Werbung, die junge und alte Menschen, ganze Familien gleichermaßen anspricht. Zum Beispiel die neue Werbung von BMW. Ist das Schleichwerbung von BMW? Jetzt, wenn wir die Werbung zeigen. Wenn ich BMW jetzt nenne. Nein, weil wir fahren ja auch Porsche und Mercedes und Audi und Hyundai, Mazda, Volvo, Renault, Citroën, Skoda. Audi? Audi, habe ich schon gesagt, ja. Also, das ist alles und alles bezahlt. Wir sagen, BMW ist ja auch der Arbeitgeber von Ralf Schumacher, unterstützt einen deutschen Auszubildenden. Das ist also... ja, das sagen wir gern. Und diese Werbung hier, Bild am Sonntag, heute im Neuen Stern und noch ein paar anderen Zeitungen, wird häufig geschaltet, weil sie vor allem Familien anspricht. Das ist Werbung für den neuen BMW 3er Kompakt. Was hat der Dreier für ein Image? Helmut, du kennst dich ja mit Autos aus, der Dreier BMW. Ja, jung, sportlich. Ja. Schon so. Also nichts Familiäres. Eigentlich ist es hier, ich glaube, wir sehen hier eine Mutter im Gespräch mit ihrer Tochter. Vor einem Bungalow, wie ihn Leute bewohnen, die auch einen Dreier BMW fahren. Mhm. 70er Jahre Waschbetonwände, bisschen Grünzeug am Eingang. Und natürlich ganz wichtig, dieses Carport. Ich bin ein dermaßener Carport-Fan, das gibt's überhaupt nicht. Ich habe bei mir zu Hause 4 Carports. 4. Einfach von der Idee des Carports. Was ist eigentlich? Ich habe nie gefallen, kein Auto. Was ist ein Carport? Ja, ein Carport ist etwas, was mehr ist als eine Garage. Es ist eine Philosophie. Eine Garage ist irgendwie ein Einfamilienhaus für das Auto. Ja? Da fährst du rein und schließt es ab. Aber es hat so ein bisschen auch etwas, du willst dem Nachbarn nicht zeigen, was du hast. Und ein Carport ist im Grunde so eine Art Pergola für den Wagen. Mhm. Weil es natürlich für ein Auto sehr schädlich ist, wenn es nass geregnet wird. Mhm. Oder wenn Blütenstaub drauf kommt. Und deswegen siehst du eigentlich in Häusern, die immer so aussehen wie auch der Carport. Das ist ästhetisch eigentlich sehr ineinander übergehend. Das ist ein Pfosten, so meistens eine schöne braune Metallstange. Und dann ist oben so ein Kunststoffglas drüber. Und das Auto ist überdacht, aber steht halt nicht im Freien.
Und es passt meistens sehr, sehr gut an die Häuser ran, wo es dran ist. Und du hast 4 Carports? Ja, 4. Ich hatte 3, habe noch jetzt einen selber ranmachen lassen am Wochenende, weil mir das hast nicht gereicht hat. Hast du 4 Autos? Nee, ich habe nicht 4 Autos, aber ich möchte einfach diese... Es hat für mich vom Rhythmus besser gepasst. Der Wagen steht in der Garage. Die 4 Carports sind leer. Wir haben einfach 4 Carports. Diese Akkommodationsfähigkeit mit meinem Auge, die stagniert ein bisschen. Noch sind wir so weit, meine Damen und Herren, dass Sie das hier sehen und hier hinten lese ich den gleichen Text nochmal ab. Ja? Aber ich hoffe, wir werden es noch erleben. Man weiß ja nie, was in dieser Branche alles auf einen zukommt. Bald wird es so sein, dass Sie dieses kleine Bild sehen und ich lese es von dieser Größe ab. Das hier sind Anna und Simone. Ich gehe davon aus... Das ist ja die Frage, ist Anna die Mutter oder Anna die Tochter? Das wird aus dem Text aber ganz deutlich. Ja, aus dem Text wird es deutlich, aber da würde ich sagen, liebe Werbeagentur, das würde ich anders sehen. Eigentlich heißen heutzutage die Töchter Anna und die Mutter Simone. Ja, aber die Enkelinnen heißen eher Anna. Ja. Und die Töchter heißen Simone und die Mutter heißt auch Anna. Nee, aber die ist zu jung, um noch Simone zu heißen. Ja. Simone ist man doch so mit 27 und so. Und die hier, wie alt ist die Tochter hier? 19. 21. Ja. Wie viel? 21, 19 kommt auch hin. Ja. So, und das ist der Dialog. Also dieser schöne, serienmäßig erhältliche Goldmetallic 3er BMW. Schöne Farbe übrigens auch. Ja? Der gehört Mutti, natürlich. Aber Anna kriegt ihn am Wochenende und das ist der Dialog. Anna. Ich sage die Namen am Anfang nur einmal, damit Sie einen Überblick haben. Dann können Sie ja selber sich denken, ja? Wie lange willst du denn wegbleiben? Ich unterscheide stimmlich ein bisschen, ne? Damit, ja. Also die tiefe Stimme ist die Mutter. Die Mutter ist ja auch in so einem Alter, wo tiefe Stimmen durchaus so einen Touch wieder kriegen. Wie lange willst du denn wegbleiben? Oh Mama, hör bloß auf, mich zu gängeln. Jetzt aber mal langsam, ich will ja ruhig schlafen können. Das kannst du. Ich war auch mal 19, meine Liebe. Und ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, was damals so alles hätte passieren können. Potenzier es mit 100. Wie bitte? Nur ein Scherz. Das ist eigentlich ein typischer Mutter-Tochter-Dialog heute, finde ich. Den Satz potenzier es mit 100 hört man ziemlich häufig. Also das ist auch schnell zu kapieren. Es hätte viel passieren können, potenzier es mit 100. Das gefällt mir an dieser Werbung, dass es nicht irgendwie so ein Werbesprech ist, den sich irgendwelche gelverklebten Prada-Junkies ausgedacht haben. Nee, das ist am Leben dran. Deswegen BMW. Also, wer kein VW oder so lieber hat oder Mercedes oder so. Ja? Wie bitte? Ach nee, Mutter, wie bitte? Nur ein Scherz. Mit wem gehst du aus? Mit dem schlimmsten Aufreißer der Stadt. Wir wollen zusammen ein paar Tankstellen überfallen. Kennst du Bonnie and Clyde? Ich mache jede Wette, dass 19-Jährige heute nicht mehr wissen, wer Bonnie and Clyde ist. Jede Wette. Jede Wette. Bonnie and Clyde, Uwe Seeler, das sagt denen alles nichts mehr. Es gibt aber... Ja, das ist so. Es gibt doch diesen Song von den Toten Hosen mit Bonnie und Clyde. Ich glaube, dass da so auch noch 25-Jährige das kennen. Nicht. Das sind nicht mehr die repräsentativen Autogangster. Nee? Bonnie Clyde, glaube ich nicht. Aber gut, ich bin kein Werbeexperte. Du entwickelst langsam eine bedenkliche Form von Humor, Mutter. Simone, der einzige Weg, deinen Fangfragen zu entgehen. Ich muss jetzt echt los. Wir gehen doch bloß essen, vielleicht noch runter an den See, Sterne gucken. Runter an den See halte ich für ein Klischee. Lass uns runter an den See gehen, das soll irgendwie so... Das klingt so Enid Blyton-artig. Pack uns ein paar Sandwiches zusammen und geh runter an den See. Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, dass ich in Nürtingen, eigentlich das große Trauma meiner Kindheit war, dass es in Nürtingen keine Erdnussbutter gab. Mhm. Habe ich dir schon mal erzählt? Nee. Habe ich die Zeit, das zu erzählen? Ja. Es gab in Nürtingen keine Erdnussbutter und ich war sehr krank als Kind. Klar, dadurch ja jetzt diese Show, weil das natürlich irgendwo aufgearbeitet werden muss. Und ich saß im Bett. Ich saß im Bett und las Lassie. Mhm. Ja? Und Timmy ging mit Lassie immer weg und seine Mutti gab ihm Stullen mit Erdnussbutter mit. Und das gab es in Nürtingen nicht. Ja? Und da habe ich
gesalzene Erdnüsse in die normale Butter gedrückt und sie mir aus Brot gestrichen. Erdnussbutter selber gemacht. Natürlich wurde mir schlecht. Ja? Und das war die Zeit, wo ich zum Beispiel zum Erbrechen noch nicht aus dem Bett gegangen bin. War damals schon. Hast du diesen Unterschied auch festgestellt? Bitte? Also bei mir war das so, dass ich erst mit 12, 13, dann, wenn es mir schlecht wurde, aufgestanden bin und ins Bad gerannt. Ja, hattest du keinen Eimer neben dem Bett? Das konnte man ja nicht wissen. Wer kann denn wissen, dass einem... Du hattest einen Eimer neben dem Bett. Ja. 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 Naja, das hatte ich nicht, weil wir hatten ja Innenbad. War der Eimer aus Blech oder aus Kunststoff? Aus Kunststoff natürlich. Anna, du weißt ja wohl, dass du aufpassen musst. Aber ja, ich habe ja ASC und T, CBC und DSC3. Sind das Verhütungsmittel? Nein, das sind die Sicherheitssysteme meines Wagens. Erstens macht das Fahren damit noch mehr Spaß und außerdem mag ich es ganz gern, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Das habe ich wahrscheinlich von dir geerbt. Also wirklich ein super Spot. Und es ist kein Wunder, dass dieser Spot jetzt auch verfilmt wird. Und BMW hat uns freundlicherweise erlaubt, zum ersten Mal exklusiv diesen Spot hier auszustrahlen. Anna und Simone, Sie haben sich noch mehr zu sagen. Wie lange willst du denn wegbleiben? Oh Mama, hör bloß auf, mich zu gängeln. Jetzt aber mal langsam. Ich will bloß sicher gehen, dass ich die nächsten Stunden allein bin. Das kannst du. Ich war auch mal 19. Aber seit ich in den Wechseljahren bin, gibt es nichts Schöneres, als mich heimlich mit Frühstückskorn und billigem Sekt abzulittern. Ist das der Grund, warum es überall nach Erbrochenem riecht? Auch. Die Kotze vom Wohnzimmertisch habe ich eben weggemacht. Hier ist der versiffte Handfeger. Mein Gott, was ist mir der Höllengestank peinlich. Ich gehe übrigens mit dem schlimmsten Aufreißer der Stadt aus. Wie bitte? Ja, erst gehen wir an einer schmierigen Pommesbude essen und dann wird er mich zwischen den Altglascontainern nach allen Regeln der Kunst durchnudeln. Das erinnert mich an deinen Vater. Wo ist Papa überhaupt? Der miese Fettsack wollte mir das Haushaltsgeld kürzen. Da habe ich ihm eins mit der Bratpfanne übergezogen, ihn in einen Müllsack gepackt und dann versteckt. Ist das Fati? Ja, dank der Sicherheitssysteme des Wagens kommt er da nie raus. Und das Fahren macht jetzt noch mehr Spaß. BDM. Freude am Faseln.